Ich sage immer, ich mache das, was ich jetzt mache, solange wie es mir Spaß macht und danach kommt irgendwas anderes. Wie mit dem Boot. Vanlife habe ich damals noch gesagt, könnte ich mein Leben lang machen, bis es mir keinen Spaß mehr macht. Und dann hat es mich nach was Neuem gesehnt und dann kam das Boot um die Ecke. Und so ergeben sich immer irgendwie neue Wege. Und wenn man dann seinem Herzen folgt und seine Träume folgt, dann ist man, glaube ich, immer auf dem richtigen Weg. Ich bin Luca, 21 Jahre alt und bin jetzt seit 2,5 Jahren schon unterwegs in Europa mit meinem Van bisher und habe mir Anfang des Jahres ein Segelboot gekauft und damit möchte ich jetzt hier die Kanarischen Inseln bereisen. Dieses Video wird gesponsert von Kiltwick. Umweltfreundliche Toilettenlösungen ganz ohne Wasser und Chemie. Kiltwick brings comfort to your adventure. Nach dem Van ist das ja echt ein riesiges Upgrade gewesen. Ich kann stehen. Das war auch der Grund fürs Upgrade. Und hier ist mein Wohnzimmer, Wohnbereich. Hinter dir versteckt sich die Küche. Auch ein riesiger Luxus. Ich habe jetzt hier so einen Gasofen, meinte ich, und zwei Flammen. Und ein Waschbecken. Auch ein größtes Upgrade hatte ich im Van auch nie. Deswegen ist es mega cool, jetzt fließendes Wasser zu haben. Hier ist noch ein alter Kühlschrank drunter versteckt, aber der funktioniert noch nicht. Muss ich noch reparieren und vorbereiten. Ja, dafür ist es da, dass man auch beim Segeln oder vor Anker kochen kann, ohne dass alles durch die Gegend fliegt. Da hält es immer schön gerade und dann kippt nichts um. Hier ist mein kleiner Schreibtisch. Eigentlich ein Kartenlesertisch, aber kann man genauso gut als Bürotisch verwenden. Und ja, hier ist die Chill Area. Den Tisch kann man auch noch umklappen, wenn man Gäste dabei hat. Dann kann man hier ein großes Doppelbett draus machen. Werden wir auch heute Abend noch machen, wenn es dann losgeht für morgen auf die Überfahrt. Dann können Lisa und Daniel hier noch mitschlafen. Und hier geht es weiter nach hinten. Ein eigenes Badezimmer. Wirkt so basic, aber wenn man 2,5 Jahre im Van gelebt hat, dann ist das echt ganz schön groß und viel Platz. Ich war ja, wie gesagt, vorher im Van unterwegs und hat mir auch mega gut gefallen. Wollte dann eigentlich auch einen größeren Van, weil nach 2,5 Jahren in einem kleinen T5 war es dann doch zu wenig Platz. Immer kochen auf den Knien und alles immer umräumen, damit man da schlafen und wohnen kann. Und generell einfach wenig Platz. Und deswegen hatte ich mich schon länger nach was Größerem gesehnt. Und dann habe ich Anfang des Jahres hier auf Teneriffa Elena und Ben kennengelernt, die mit ihrem wunderschönen Katamaran hier waren und mich dann ein paar Mal mit an Bord genommen haben. Sind wir auch ein paar Mal rausgesegelt und ich erinnere mich noch genau an den Moment, irgendwann saß ich ganz vorne auf dem Boot, als wir gerade unterwegs waren, da in die Ferne geschaut und dachte, okay, diese Freiheit will ich auch haben. Hat mir so gut gefallen und ja, dann hat mir Ben erklärt, dass es gar nicht so schwer ist, so ein Segelboot zu finden, dass man gar nicht so viel Erfahrung braucht. Er hat das damals auch einfach ohne Erfahrung gekauft am anderen Ende der Welt. Und davon inspiriert habe ich dann angefangen, einfach mal zu schauen online hier auf so einer spanischen Seite, was es für Boote gibt auf den Kanaren, was da für mich in Frage kommen würde. Hab mir dann auch ein paar angeschaut und so habe ich dann meine Kala gefunden. Und dann pumpt man einfach, dann wird Meerwasser eingesaugt und geht dann unten wieder raus. Im Van habe ich auch eine Toilette nachgerüstet gehabt, hatte ich am Anfang auch nicht. Und das war für mich auch schon der größte Luxus. Irgendwann stand ich nämlich hier auf Teneriffa in Santa Cruz und musste auf Toilette. Und überall waren Menschen, kein Café hatte offen. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, ich brauche auf jeden Fall noch eine Toilette im Van. Und da habe ich eine Trockentrenntoilette von Kiltwick, die ist unter meiner Kommode versteckt, hinter so einem Kaffeesack. Sieht man also auch gar nicht, ist ganz cool. Und die funktioniert ohne Chemie, also wird einfach getrennt und dann hat man eine Toilette auch im Van dabei. Die Kapitänskabine, meine kleine Kajüte. Oder groß ist sie auch. Hier ist mein Schlafzimmer. Ja, jede Menge Platz. Hier schlafen dann Nico und ich. Sitze hatten die immer hier oben liegen, aber das fand ich nicht so schön. Sieht nämlich gleich so chaotisch aus.
Und hier hat man ja super viel Stauraum. Also hier ist ein Kleiderschrank dahinter, hängt aber bisher nur eine Jacke drin. Und hier in der anderen Schublade, da sind die meisten Klamotten jetzt untergebracht. Es war auch noch so halb Werkzeugraum, wurde auch noch da gelassen von den Vorbesitzern. Ich habe das jetzt einfach mal da drauf gestapelt. Mut und Verrücktheit. Ich denke, die Verrücktheit überwiegt. Ich habe mir auch so oft im Nachhinein gedacht, ich war jetzt 8 Monate nicht beim Boot und ich glaube, jetzt hätte ich es mir nicht mehr gekauft. Also hätte ich das damals nicht so spontan gesagt, okay, von der ersten Überlegung bis hin, ich kaufe es, waren es 30 Tage und hätte ich das nicht so schnell gemacht, dann hätte ich es mir, glaube ich, nicht gekauft. Und ich denke, bei solchen Sachen muss man einfach direkt sagen, okay, jetzt oder gar nicht, weil sonst zerbricht man sich zu sehr den Kopf drüber und dann macht man es gar nicht mehr. Ich habe ein Solarpanel da draußen und das generiert genug, um da die Batterie einzuspeisen. Und bisher war nur so ein Mini-Wechselrichter an Bord. Das hat nicht mal gereicht, um den Laptop zu laden von den Vorbesitzern. Deswegen ist meine neueste Errungenschaft ein neuer Wechselrichter, den ich eingebaut habe. Und damit kann ich jetzt eigentlich alles laden. Und brauche ja eigentlich nur Laptop, Kamera, Handy und die Lichter. Auch meine neueste Errungenschaft. Anders als im Van funktioniert das hier mit dem Besen nämlich nicht so gut, weil man kann es ja nicht einfach aus der Tür rauskehren, sondern alles wandert immer weiter nach unten im Boot. Und unten ist natürlich zu, im besten Fall. Und deswegen habe ich mir jetzt so einen Mini-Staubsauger zugelegt, um hier alles einfach aufzusaugen. Hier zum Beispiel. Sammelt sich der ganze Dreck. Oh, warum ist da Wasser? Dies ist nur gut. Es gibt immer Probleme auf dem Boot. Ich glaube. Gucken, wo es tropft. Zum Glück nicht so viel. Eine Klampe ist locker, vielleicht kommt es daher. Ah, es ist die ganze Nacht schon reingetropft. Da versteckt sich der Motor. Guck ich mal, ob da auch Wasser ist. Im besten Fall nein. Und im schlechtesten Fall ja. Überhaupt nicht gut. Mhm. Warum? Krass, echt viel. Ich weiß, dass der Wassertank hinten vorne ein Leck hat, aber ganz oben. Also wenn man den zu voll macht, dann kommt Wasser durch. Die ersten Nächte, wo ich vor Anker draußen stand und nicht mal alleine den Anker schmeißen konnte, immer Ben anrufen musste, der von seinem Boot rüberkommen musste, damit er mir helfen konnte, umzuparken. Da dachte ich dann auch, okay, was habe ich getan? Ich habe ohne Erfahrung so ein Segelboot gekauft, habe keinen Plan von irgendwas. Ich weiß nicht mal, wie ich aus dem Hafen alleine rauskomme oder Sonstiges mache. Und da fängt man dann auch an zu zweifeln. Aber ich glaube, wenn man sich dann drauf einlässt und sagt, okay, ich habe mich dazu entschieden, ich ziehe das jetzt durch, dann wird das auch. Und jetzt checke ich hier alle Klappen, wo das Wasser herkommt. Wasser im Boot ist nie gut. Und denke mal vom Wassertank, aber kann auch von der einen Klampe sein. Da hat es viel reingetropft, aber so viel Kondenswasser würde mich auf jeden Fall wundern. Weiß auch nicht. Müssen wir jetzt rausfinden, vor der Tour morgen. Dass man irgendwo ein Loch hat. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber besser als nichts. Riecht aber schon mal nicht nach Salzwasser. Das ist gut. Ich glaube wirklich der Wassertank. Also ich hatte sehr früh angefangen mit der Fotografie, noch neben der Schule. Mit 15, glaube ich, 15,5 habe ich mir meine erste Kamera gekauft. Und das fanden die damals schon cool, dass ich da neben der Schule noch meinen eigenen Weg gegangen bin, mir da was aufgebaut habe mit der Fotografie. Gerade als dann die ersten Jobs kamen und sie gemerkt haben, okay, da geht irgendwie was, fanden die das natürlich mega cool. Mit der Bedingung, ganz klar, dass ich meine Schule noch zu Ende mache. Wollte ich aber auch immer, hatte ich nicht vor, die abzubrechen. Und ja, war aber schon der Wunsch von meiner Mama auch, dass ich studiere und dass ich das mache. Und das war dann schon so, dass ich erklären musste, hier, das passt für mich aktuell nicht und ich möchte das gerade nicht. Aber haben sie dann auch verstanden. Irgendwann hat sie mir gesagt, ja, sie versteht das und akzeptiert das und ich kann das ruhig so machen, wie ich das will. Nur weil sie das gemacht hat, heißt das nicht, dass ich das machen muss.
Und 2 Wochen später habe ich mich dann tatsächlich zu einem Online-Studium angemeldet. Ab dem Punkt, wo sie gesagt hat, hier, du musst das nicht machen, war für mich dann klar, okay, dann kann ich es aber auch trotzdem machen, wenn ich das möchte. War dann aber letztendlich auch nichts für mich und dann habe ich das wieder sein gelassen. Aber meine Eltern unterstützen mich jetzt voll und ganz, die finden das mega cool, was ich mache. Finden natürlich schade, dass ich so oft nicht da bin, aber ja, finden es cool, was ich mache. Bin ich auch sehr dankbar für, dass ich solche Eltern habe. Online stand es für 18.000 Euro. War schon mal deutlich weniger, als ich dachte, was ein Boot kostet. Ich dachte immer, okay, so ein großes Boot bestimmt 100.000 Euro oder so. Und finanziert habe ich es aus meinen kompletten Ersparnissen der letzten Jahre. Ich habe mein Konto auf null gesetzt, plus 3.000 Euro, die mir meine Mom geliehen hat. Die habe ich ihr dann zurückgezahlt und damit konnte ich es mir dann kaufen, das Boot. Ja, lag eigentlich über meinem Budget, aber lieber auf den ersten Blick und dann entweder das Boot oder kein anderes, habe ich gesagt. Deswegen wurde sie es dann. Wichtigste Bedingung, wenn man ein Segelboot kaufen will, ist ein Freund, der sich mit Segelbooten auskennt. Ich kam natürlich an bei der Besichtigung, habe mir angeschaut, okay, sieht cool aus, die Farbe ist auch ganz nice, viel Platz, hier vorne kann man chillen, da kann man eine Hängematte aufhängen, da kann man möglichst viele Freunde einladen, um mit denen Abend zu essen. Und Ben hat sich in der Zeit 3 Stunden lang dann alle wichtigen Sachen vom Boot angeschaut, von denen ich natürlich keine Ahnung hatte, ohne Vorerfahrung, wie den Motor, ob alles funktioniert, ob man den starten kann, Vorwärts-, Rückwärtsgang. Ob Wasser unten ist, war damals keins. Und alle wichtigen Sachen hat dann auch sich die Segel angeschaut, ob die Leinen in guter Verfassung sind und all diese Sachen. Also ohne den hätte ich auch das Boot, wie gesagt, nicht gekauft, weil ich hätte einfach keinen Plan gehabt, worauf ich achten muss. Und klar, das ist ein relativ altes Boot, deswegen muss man gucken, ob alles dicht ist. Das war dann auch der Fall. Und die Segel sind auch noch gut intakt, die sind auch schon älter, aber haben wir dann auch mal hochgezogen und geschaut, ob die alle noch dicht sind, keine Löcher haben. Danach haben wir geschaut und sonst einfach mal getestet. Sind rausgefahren, haben das ausprobiert und dann weiß man ja, ob es funktioniert. Und klar, es gibt bei einem Boot wie beim Van immer was zu tun. Gerade bei alten Sachen, da taucht immer ein neues Problem auf, da muss man immer was Neues machen. Aber es war an sich in einer guten, oder war an sich in einer guten Verfassung. Als erstes muss man hier umschalten auf die Startbatterie. Dann den Kühlwasserhahn aufdrehen. Und das ist alles in mein schlaues Buch geschrieben. Ich glaube, ich weiß es zwar im Kopf, aber okay, dann starten. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Carla, komm schon. Nicht erschrecken, gleich wird es laut. 7 Sekunden lang, dann kann man starten. Jawohl! Das ist schon mal sehr gut. Jetzt lassen wir den erstmal vorlaufen, weil er so lange nicht gelaufen ist, 1/2 Stunde. Und dann kann es losgehen. Ach, Gott sei Dank. Warum hattest du jetzt Angst? Weil ich 8 Monate nicht an Bord war und da so lange natürlich nicht gelaufen ist. Es ist schon ein altes Schiff, der Motor ist zwar nicht ganz so alt wie das Schiff, der ist erst 30 Jahre alt, aber weiß man nie, weil, wie bei Vans, ob die anspringen oder nicht. Und jetzt hat es zum Glück geklappt. Wenn ich das immer nicht lange erklären will, sage ich den Leuten immer, ich bin Fotograf, womit das auch alles angefangen hat. Damals in Deutschland noch habe ich gearbeitet als Porträt- und Fashion-Fotograf, mache das auch heute noch, aber primär, wenn ich in Deutschland bin, weil auf den Kanaren ist nicht mit Fashion. Und deswegen, das mache ich immer, wenn ich im Sommer in Deutschland bin oder von unterwegs auch mal, wenn ich dann Jobs habe. Und ansonsten habe ich jetzt seit 1,5 Jahren, fast 2 Jahre angefangen, meine Reise auf Instagram zu dokumentieren, die Leute mitzunehmen. Und teile da meine ganzen Erlebnisse und alles, ja, überall, wo ich hin mitreise und verdiene dann Geld auf Instagram mit Kooperationen. Also Firmen schreiben mich an, fragen hier, findest du das Produkt cool, könntest du dir vorstellen, das auf deinem Kanal vorzustellen, zu promoten. Und wenn ich dann Story-Vorstellungen mache oder Feed-Posts, dafür bezahlen sie mich dann. Heute dann, viel Action auf einmal. Und morgen, der Trip hat noch nicht mal gestartet. Das ist auch die Frage, die ich immer gestellt bekomme. Ich glaube, keine andere Frage habe ich dieses Jahr so oft gehört wie die. Zu Recht, ich habe mich das natürlich am Anfang auch immer gefragt.
Und in der Marina ist sowieso einfach. Hier ist man ja direkt an Land, geht ganz normal spazieren. Vor Anker ist es auch relativ einfach. Da habe ich so ein kleines Beiboot mit einem Außenbordmotor und damit fährt man dann einfach an den nächsten Strand, kann da anlegen und geht dann spazieren. Und wenn man dann wirklich mal länger unterwegs ist, wie morgen beispielsweise, wird auch für mich die erste große Überfahrt. 10 bis 12 Stunden werden wir unterwegs sein. Bin ich mal gespannt, wie Nico das macht. Der Plan ist, ich habe ihm so einen kleinen Kunstrasen gekauft, der wird vorne an Deck angebracht und da kann er dann sein Geschäft erledigen. Bisschen wie auf Fähren, wenn man da lang unterwegs ist, wie hier auf die Kanaren, dann müssen die einfach an Deck pinkeln. Dann wird danach mit Wasser abgespült und dann sollte das klappen. Let's go. Ja, Nico ist ja das Erbstück von meiner Oma. Sie hatte sich ihn damals gekauft oder geholt und zugelegt, weil ihr Mann schon verstorben war und sie dann einsam war, auf einem alten Bauernhof gelebt hat. Und damit sie nicht mehr so einsam ist, kam dann Nico zu ihr ins Leben. Und 3,5 Jahre später ist sie dann verstorben. Und dann war die Frage, was machen wir mit dem Hund? Meine Eltern waren von Anfang an dagegen, also Haustier war für uns nie eine Option. Aber ich hatte schon immer so eine gute Bindung zu Nico und konnte mir nicht vorstellen, dass man ihn dann irgendwie abgibt oder ins Tierheim packt. Und deswegen habe ich ihm gesagt, hier, ich will unbedingt, dass wir ihn nehmen. Ich habe da gebettelt, dass wir ihn aufnehmen können und ihn versprochen, dass ich mich drum kümmere, mit ihm Gassi gehen werde und ja, dass ich mich um ihn kümmere, als wäre es mein Hund. Und so konnte ich sie dann überzeugen, dass wir ihn nehmen. Und seitdem ist er jetzt seit 8 Jahren bei uns in der Family gewesen. Haben uns dann auch alle drum gekümmert. Nico hat das große Talent, sich bei allen sehr schnell einschleimen zu können. Auch Oma, die andere Oma, die komplett dagegen war und nichts mit dem Hund zu tun haben wollte, hat dann auch mal im Urlaub gesagt, ach, also wir könnten ja auf den Hund aufpassen, wenn ihr weg seid. Ja, und als es dann losging mit der Reise, war für mich auch klar, ich nehme Nico mit. Eigentlich war er auch der Grund, warum ich mir den Van gekauft habe. Ursprünglich war nämlich immer Reisen nach Südostasien geplant, das klassische Backpacker-Programm. Und da hätte ich Nico nicht so einfach mitnehmen können. Und dann dachte ich, okay, wie kann ich es machen, dass ich reisen kann und Nico mitnehmen kann? Und so kam ich dann vor 2,5 Jahren aufs Vanlife. Und seitdem erleben wir alle Abenteuer zusammen. So, wir fahren jetzt raus, nicht alleine, sondern ich habe hier schon meine Crew dabei. Freunde von mir, Lisa und Daniel, die auch mit ihrem Van hier unterwegs sind, habe ich Anfang des Jahres kennengelernt. Daniel hat mit mir den Segelboot, den Sportbootführerschein gemacht. Wir haben uns gegenseitig dazu gepusht, oder? Ja. Erst habe ich gesagt, ich brauche ihn und Daniel war eh schon hyped und wollte ihn machen, dann haben wir uns gegenseitig motiviert und Lisa kommt auch mit. Ja, Lisa hat uns unterstützt. Lisa hat uns unterstützt, hat uns bekocht, bekümmert, motiviert. Ja, stimmt, haben wir alle zusammen durchgezogen. Jetzt das aufgeregt. Ist meine Crew. Heute ist die Testfahrt und morgen geht es dann nach Gran Canaria im besten Fall. Du bist ein bisschen aufgeregt jetzt, oder? Todesaufgeregt. Ich habe schon gar keine Lust mehr rauszufahren. First try. Ja. Try and error, hoffentlich nicht. Okay, also, dann, ich gehe hinten ans Steuerrad, wir fahren erstmal raus, erst ganz lang straight, bis du siehst, du bist vorne, aber noch am Dock. Und du lenkst Carla, oder was heißt lenken, ich lenke natürlich, aber du schiebst sie und gibst dann Bescheid, wenn sie vorne rumpasst mit der Schnauze, dann schreist du und dann schiebst du sie rum und dann springst du noch mit an Bord. Lisa, du bist in der Mitte, du hast den Bootshaken in der Hand, checkst. Ob wir irgendwo anstoßen, kannst uns dann abstupsen mit dem Bootshaken. Das geht, kriegst du hin. Willst du nicht? Und ich guck hinten auch mit einem Bootshaken aus, bewaffnet und guck, dass wir da nirgends anstoßen. Daniel, passe vorne auf, weil sie kann jetzt nach vorne rutschen, theoretisch. Daniel, bist du bereit? Ja. Fährt sie rückwärts? Ja. Also ich kann sie jetzt gleich umdrücken, das kann ich machen. Das wird nicht reichen. Komm noch mal nach vorne. Ich vermisse Ben. Wie machen wir es dann, Daniel? Ich kann halt nur noch nicht vorher drücken. Lisa lässt länger und dann. Ja. Luca, rufst du mir zu, wenn ich ziehen soll? Ja. Wenn der Moment ist. Jetzt einmal ziehen. Warte, noch nicht. Weiter.
Jetzt? Wenn Lisa jetzt zieht, dann drehen wir uns aber. Ja, das reicht noch nicht. Muss ich in die andere Richtung lenken oder bin ich dumm? Dann fahre ich geradeaus rückwärts. Falsche Richtung, Daniel. Oh mein Gott, wir schaffen's. Holy. Okay, Lisa, jetzt müssen wir die Seiten in Dings beachten, dass wir da an dieses große Boot nicht kommen. Ich glaube, das sieht gut aus. Oh mein Gott! Horror! Kommt uns was entgegen? Ich will nicht zurück. Ich will nicht wieder rein. Zum Glück habe ich Helfer dabei. Niemals hätte ich das alleine geschafft. Muss man jetzt also immer mit Segler suchen, die Bock haben, mit mir mitzufahren. Interesse? Jetzt weiß man auch wieder, wofür die ganze Action gut war. Eben dachte ich verkaufe das Boot. wo wir ja eben über solche Momente gesprochen haben. Gleich erstmal Frühstück, ich habe heute noch nichts gegessen. Vor lauter Aufregung. Ein Spruch, der mich auch zu diesem Segelboot gebracht hat, den ich in der Marina auf der Toilette gelesen habe, war so ein Sticker. Da stand drauf, don't think too much, just do it. Und ich finde, das beschreibt alles perfekt, weil je länger man drüber nachdenkt, desto unrealistischer wird es. Egal was es ist, ob man den Job wechseln soll, ob man auswandern soll, ob ich einfach losreisen soll. Je länger man drüber nachdenkt, desto mehr kommen Bedenken, was ja auch nicht schlecht ist. Aber dann passiert es eher, dass man es nicht tut, als wenn man ohne zu überlegen einfach startet und dann das mit gutem Gewissen auf sich zukommen lässt.